finden, Mäuse. Habe ich schon aufgemacht. Mäuse. Heu ist hinten aufgehangen. Sind jetzt auch einfach viel zu süß und zu verpeilt. Heu ist hinten. Tschüss, ihr Süßen. Guck mal, geht mal Dolly hinterher. Ist ein guter Plan. Die weiß, wo das Futter ist. Naja, sage ich ja. Da kannst du auch hinterher gehen. Da gibt's Essen. Ich würde es mal ausprobieren an deiner Stelle. Ich habe nämlich nichts mehr für dich, Baby. Nee, das findet er da jetzt gar nicht witzig. Ja. Karl! Hat dir der Igel dein Futter geklaut? Ja. Wirklich? Jeden Abend macht er das? Jeden Abend? Ja? Also ich finde, Reitstiefel, so Stiefel machen einen immer direkt zum Reiter. Aber eine Freundin von mir hat immer gesagt, das sind Pippi Langstrumpfschuhe. Weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls habe ich heute meinen Wechselrucksack vergessen und jetzt müssen die Jeans von der Arbeit herhalten. Mir fällt nämlich ein Kind aus und deswegen reite ich heute mit. Und die Dicken haben jetzt schon Heusäcke bekommen. Beziehungsweise ich habe die eigentlich aufgehangen, den hier Heu hingepackt, aber sie finden die Heusäcke wohl 1000-mal besser als loses Heu. Die Logik verstehe ich nicht ganz. Jedenfalls hole ich sie jetzt runter und dann mache ich mit den Kids gleich die Ponys fertig. Wir haben richtig Glück, es hat bis vor kurzem geregnet den ganzen Tag und jetzt ist es trocken.
macht ihr da? Koti, rüber. Koppel, hopp. Dolly, klaust du schon wieder? So, jetzt tausche ich die Reitstiefel wieder gegen meine normalen Stiefel, die ich heute anhatte. Die sind mir zu schade zum Reiten. Und dann habe ich heute diesen Kranz hier gemacht. Das ist so ein Herbstkranz aus Kastanien und Kienäpfeln, Tannenzweigen, Hagebutten. Und den kann man halt so an die Tür hängen. Das ist nämlich das Geburtstagsgeschenk für meinen Opa. Der hat sich einen Türkranz gewünscht, einen herbstlichen. Hallo Babys! Na, ihr Hübschen? Hallo! Hallo! Hallo Mäuse! Was habt ihr denn gemacht? Habt ihr den Heusack abgemacht? Was macht ihr denn? Jetzt gibt's erstmal Heu. Mausi? Warte. Komm raus. Ruhig. Du kriegst doch gleich. Komm mit. So, einmal gibt's Wasser, kommt gleich rein. Drei Heusäcke haben wir schon. Ich werde noch 6 stopfen. Dann ist dunkel. Dann ist Ende im Gelände, Freunde. So, ich bin wieder zu Hause angekommen. Der Kies ist abgeholt, der läuft hier schon umher. Und ich habe mir vorhin noch eine Menge Gesundheit, eine Menge vorgenommen. Ich möchte aber auch meine Haare heute glätten. Ich habe ja Locken und bin auch eigentlich sehr gesegnet mit denen, aber ab und zu freue ich mich auch über eine kurz anhaltende Veränderung. Heute habe ich die nämlich hochgesteckt. Ich hatte heute Morgen keine Lust, die zu waschen. Ja, und ich bin gespannt, wie das aussieht, weil ich das jetzt schon wieder Ewigkeiten lang nicht gemacht habe. Ist ja auch nicht so gut für die Haare. Auf jeden Fall werde ich das jetzt machen und dann noch ein paar andere Sachen. Ich liebe es, wenn sie glatt sind. Vor allen Dingen, wenn sie offen sind. Da hatte ich sie ja gerade hoch. Hinten den Pony. Das ist ein bisschen ungewohnt, weil ich sonst nicht direkt... Also... Ja, es ist generell ungewohnt, wenn man sonst Locken hat. Aber erstmal sind sie ein ganzes Stück länger. Und...
Ja, ich könnte halt alles jetzt damit machen, ne? Also, so sieht man das so? Nee, so sieht man nur meinen Rücken. Okay. Kritisch. Auf jeden Fall liebe ich das, wenn die glatt sind. Ja, es ist. Ich weiß nicht, ich könnte dann so 100 Mal hier durchfahren. Durch die Haare, wenn man es eben mit Locken nicht kann. Also, wenn ich die praktisch kämme und die vorher Locken waren, dann ist so. Dann sehe ich aus wie ein geplatztes Sofakissen. Und so ist einfach mal was anderes. Und ja, ich könnte die halt auch irgendwie. Nee, ich werde die jetzt nicht wieder einflechten, dann habe ich ja wieder Locken. Vielleicht lasse ich sie so oder ich mache sie wieder so zum Teil nach hinten. Ich muss erstmal herausfinden, in welche Richtung sie fallen. Und jetzt, weil der Punkt ist jetzt geschafft, werde ich noch ein bisschen arbeiten. Morgen, ein neuer Tag startet. Heute ist Mittwoch und ich hoffe, dass ich heute ein bisschen mehr Zeit finde, um neue Videos zu schneiden. Ich filme schon viel mit. Ich schaffe es nur gerade irgendwie nicht, die zu schneiden. Aber da setze ich mich heute ran. Ich hatte ja immer noch welche ein bisschen vorproduziert. Ja, und jetzt werde ich mir erstmal irgendwas zum Frühstück machen. So. Ich bin jetzt auf Arbeit und werde ein paar coole Sachen wieder machen, tolle Therapien gestalten und ich denke, ich arbeite noch an meinem Kranz. Also ich habe ja schon einen Herbstkranz gemacht und jetzt möchte ich noch 2 weitere machen. Ja, mal sehen, wie es heute wird. Ich bin ja guter Dinge, das Wetter ist auch gut. Da ist man ganz kurz draußen und wer hat da einfach sich den Sesselplatz geschnappt? Bibi, das ist doch mein Sessel. Du hast doch deinen eigenen. Also, es ist so dämmerst Sauwetter. Ich habe Glück, dass ich noch lebe und die Fahrt überlebt habe von Potsdam zu den Ponys. Diese Lampe oben hier hatte ich jetzt die letzten Tage geladen. Also ich brauche jetzt keine Tage lang, aber ich hatte sie halt in der Ladestation. Und das ist richtig gut, weil jetzt habe ich hier überall Licht beim Häuser gestopft. Er hat hier drin, brauche ich auch eigentlich keine Kapuze. Hier ist der Dach drüber, zum Glück. Ja, ich mache jetzt noch ein bisschen Heu und dann geht's endlich nach Hause. Es war ein echt langer, aber sehr, sehr schöner Tag.